Kennt jemand von euch den YouTuber Alex V? Ich habe noch nie was von dem gehört, aber seit einer Woche wird dieses Video auf meiner Startseite die ganze Zeit vorgeschlagen. Ich kenne Alex V nicht. Auf jeden Fall hat er ein Video hochgeladen. Ich schneide meine Haare im schlechtesten Friseur meiner Stadt. Aktion Wash and Cut. Man entwachs nur 18 Euro. Wie alt ist der Junge? Der ist doch voll jung, oder? Warte, ich mache mal meine Cam ein bisschen weiter hoch wieder. Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Heute mit einem wirklich sehr interessanten Video, auf das ich mich auch sehr freue und sehr gespannt bin. Das Problem war nur, dieser Laden hatte auf so einer Internetseite, ich glaube Yelp nennt sich das, sehr seriös klingt das nicht, aber muss ich immer wieder sagen, ich möchte hier keinem was Böses, deswegen zensiere ich das bei diesen schlechten Videos. Das Lustige ist, ich wollte auch schon anrufen, man findet keine Telefonnummer im Internet, man findet nicht mal eine Internetseite. Ja, okay, das bedeutet ja nicht, dass ein Friseur schlecht ist. Der hat einfach nur keine Ahnung vom Marketing, wenn die Telefonnummer nicht im Internet ist. Bestes Beispiel, mein Friseur, der Seiten auf Null Amar. Wenn du Barbers Point eingibst, du findest gar nichts im Internet von dem. Du findest nicht mal eine Adresse, gar nichts. Der Friseur hier, der ist ja wenigstens irgendwo im Internet. Wenn ich auf Website klicke, kommt einfach das. Also diese Seite gibt es gar nicht mehr. Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal. Oha. Achtung, Lockvogel, Angebot ausgeschrieben mit 17 Euro. Forschen und Schneiden, dann bekommt man einen Pflege aufgeschwatzt für 24 Euro. Was heißt Pflege aufgeschwatzt? Wenn du keine Pflege willst, dann sagst du, ich will keine Pflege. Leider bin ich zu dem Friseur gegangen, jetzt nicht Spitzenschein. Die Dame hat mir einfach 20 cm meine Haare abgeschnitten. Tschüss! 20 cm, Bruder, das ist 20 cm. Aber da sitzt du doch da beim Friseur und du sagst Spitzenschneiden, dann geht doch der Friseur hin und zeigt dir, ist das okay? Und dann sagst du ja oder nein. Die geht doch nicht hin und macht so viel und schneidet dann einfach und du sagst nichts. Das geht nicht, das glaube ich auch nicht. Also ich denke mal, ist so ein Laden, der sich darauf spezialisiert hat, einfach Kunde rein, raus, ohne Termin, Haare schneiden. Kunde rein, raus, das machen alle Kanakenfriseure sowieso schon ihr Leben lang. Aber das heißt auch nicht, dass es schlecht ist, Kunde rein, raus. Ich will da auch meistens, wenn ich zum Friseur gehe, will ich nicht zum Friseur gehen und mit dem Friseur eine halbe Stunde reden. Ich möchte da hingehen, meine Haare geschnitten bekommen, Seiten auf Null frisch haben und nach Hause gehen. Wer von euch, Leute, wer von euch geht zum Friseur und möchte beim Friseur mit dem Friseur über seine Probleme reden, erstens. Und zweitens vollgelabert werden vom Friseur und drittens so viel Zeit verbringen, keine Ahnung, als würdest du da Wellness machen. Also ich bin nicht so, ich will keinen Wellness beim Friseur machen. Da gehe ich in eine Sauna oder in ein Hammam und mache dort Wellness. Das rechtfertigt jetzt bis jetzt keinen schlechten Friseur. Also keine Homepage zu haben, keine Telefonnummer im Internet zu haben und ja, rein raus Friseur, ist doch nicht schlimm. Ich hoffe, die kriegen irgendwas Vernünftiges hin mit meinen Haaren. Ich bin erstens nicht der anspruchsvollste Kunde und zweitens, ich glaube, so schwierig ist das auch nicht, einmal ein bisschen die Seiten zu kürzen, oben ein bisschen kürzer. Nein, Bruder, natürlich nicht. Also ich kann das dir auch machen. So wie ich es bei Gurkensohn verkackt habe, kommst du nächstes Mal zu mir, Alex V, und dann verkacke ich deine Seiten. Oder? Ich kann es bis dahin schon und mache dir deine Seiten richtig nice. Hallo. Hallo. Also geht das hier auch ohne Termin? Ja. Boah, also ich muss schon mal sagen, so eine Mixfriseure mag ich gar nicht, ne? Als Mann gehe ich lieber zum Barbier. Oder was sagt ihr, Leute? Geht ihr auch als Mann lieber zu einem Barbershop als zu so einem gemischten Friseur? Kann man noch was mal abschneiden? Hier vorne? Vorne erst. Ach so, okay. Ohne Waschen? Ruhig mit Waschen. Dann komm zum Waschen. So. Wie die das gesagt hat, ohne Waschen. Und er so, doch mit Waschen, ja, dann komm zum Waschen. Dann komm zum Waschen, Digga. Da sagt man doch, lieber Kunde, dann kommen Sie bitte hier zum Waschbecken, setzen Sie schon mal hin. Wollen Sie was trinken? Ich gebe Ihnen was aus. Wollen Sie eine Shisha? Wollen Sie eine E-Zigarette, Kaffee, Zigarre, Whisky, Miski? Das war's. Einmal an den Seiten einfach so auf 8 mm. Und oben einfach ein bisschen... Was 8 mm, Bruder? Also ganz ehrlich, Mann. Die Bartmann-Army, die muss dir einfach, glaube ich, mal zeigen, dass 8 mm nicht gehen. Es muss 0 oder Minus sein. Kannst dich entscheiden, Minus oder 0. Ihr könnt ja gerne bei Alex V unter dem letzten Video kommentieren und sagen, 8 mm geht nicht, es muss Minus oder 0 sein. Kürzer und so ein bisschen die Fülle raus. Ja, das war's schon. Nur eine Cola? Aber ich schneide nicht nur Wasser.
Wasser. Nur Wasser? Oha. Aber der richtige Detektiv Conan hier, gell, mit seinem Handy und so vor der Brust. Aber geil. Einstellen, schneiden. Ja, gerne ein bisschen Wachs oder so. Wie viel? 15. Schön, noch 17. Hat Danke gesagt. Schönen Tag, ciao. Ja, Leute, das war's auch schon. Also ich muss sagen, ich war noch nie so. Muss ich euch gleich mal erzählen, Alter. Leute, das Ding ist ja nämlich, ich filme ja immer durchgehend das Ganze und das Video geht jetzt erst 15 Minuten. Ich habe schon so ungefähr 2 Minuten vor. Also die hat mir maximal 8 Minuten die Haare geschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber nee. Ich glaube, mein Nacken ist übelst rot. Junge, die hat mit ihrem Kamm, also ich erzähle das gleich nochmal ausführlich, die hat mit ihrem Kamm da drüber boah, Alter, das hatte ich noch nie. Also absolut keinen Bock. Aber ich finde, ich sehe eigentlich ganz gut aus, oder? Also, Nein, Bruder, das siehst du nicht. Du brauchst auf jeden Fall von diesen 8 mm brauchst du auf jeden Fall mindestens 8 mm weniger. Ich ganz gut hinbekommen, um ehrlich zu sein. Nur wie die das gemacht hat, Digga, da bin ich echt nicht drauf klargekommen. So, Leute, da bin ich wieder im Auto. Ja, so sehen meine Haare gerade aus. Ich würde mal sagen, wir machen mal schnell einen Vorher-Nachher-Vergleich, den ich euch jetzt mal kurz zeige. Oha, guck mal, was ist das für ein Cut, Digga. Also ganz ehrlich, ich bin kein Friseur, aber so ein Cut macht man doch nicht. Da machst du hier ein Fade rein, damit man diesen Cut hier nicht mehr sieht. Und hier, guck mal, was ist das? Das machst du hier auch schön rund. Boah, ich bin ja richtige Meckertante. Aber ey, hier geht's um den Friseur und deswegen musst du... Ja, okay, da kann ich nichts sagen, also es muss ein Fachmann sein. Guck mal hier, Leute, guck mal, das geht hier so hoch. Und es geht noch viel höher als sein Ohr, wie auf der anderen Seite. Und dann so schräg runter. Digga, was ist das für eine Friseurin, ja? Das muss ich auch mal machen. Leute, was sagt ihr? Soll ich auch mal zu so richtigen schlechten Friseuren gehen hier in Berlin? Oder richtig schlecht bewertete Barbiere und die mit versteckter Kamera mal testen, dass die mir Seiten auf Null machen oder so? Ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich würde es auf jeden Fall machen. Das ist bestimmt auch ein geiles Format mit versteckter Kamera. Ich müsste mir aber so eine richtig geile versteckte Kamera kaufen. Und zwar, guck mal, meint ihr, diese Dinger sind gut, diese kleinen Dinger? Oder so ein Kuli? Guck mal, 40 Bewertungen. HD-Kamera, Digga. Was? Ey, da warst du dir so ein Kuli hier dran? Meinst du, die sind gut? Guck mal, das ist aufgenommen damit. Alter! Leute, was sagt ihr? Müll? Nicht gut? Hol dir eine Brille. Sind die gut, die Brillen? Versteckte Kamera? Brille. Ja, aber nee, ich muss doch dann die Brille abmachen, wenn die meine Seiten schneidet. Meint ihr, das ist echt Müll? Aber guck mal, warum ist es dann so gut bewertet? Aber die sind richtig billig, Mann. Ich würde sogar mehr investieren für eine versteckte Kamera. Schickt mir mal auf Instagram, Leute, wenn ihr ein bisschen Ahnung habt, mal so eine versteckte Kamera, die ich mitnehmen kann, weil ich würde gerne so eine Friseure testen, die richtig, richtig schlecht bewertet sind und halt mit so einer versteckten Kamera reingehen. Bartmann deckt auf, Digga. Geil.